Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer Open Computers Tutorial Serie. Und wir stehen hier in unserem neuesten Raum, den wir mal zweckentfremden. Und wir wollen euch heute einiges über Server erzählen, habe ich gehört. Ja, genau. Also prinzipiell hatten wir jetzt halt schon mal die normalen Computer so, und das sind nicht die einzigen, sagen wir mal, Devices oder Computergeräte in Open Computers. Es gibt auch noch Server und dann gibt es auch noch ein paar andere Sachen, da kommen wir nachher noch dazu. Server sind im Endeffekt, ja, mehrere Computer in einem Block im Endeffekt, kann man so sagen. Also im Ganzen braucht man dann so ein Server Rack, das ist so ein Block, ganz jeder andere, aber der hat Platz für 4 Server. Und Server sind im Endeffekt Items. Die gibt es auch wieder wie so vieles in mehreren Tiers. Den ganzen Kram hier noch schnappen. Und wie bei den Computer Cases ist es auch so, dass halt die verschiedenen Tiers verschieden viele und gute Slots haben für Zeug zum Reinpacken. Also das ist dann entsprechend wieder. Und dann gibt es auch wieder ein Creative Tier, was auch wieder keinen Strom benötigt, beziehungsweise Strom produziert. Genau, und die ganzen, also die kann man konfigurieren, indem man sie in der Hand hat und dann rechtsklickt, also aufmacht wie im Endeffekt irgendwie ein, keine Ahnung, Backpack oder so ein Kram. Und da kann man dann wieder seine ganz normalen Komponenten reintun, also CPU und Festplatten, und man braucht auch wieder ein BIOS natürlich. Und Grafikkarte, wenn man dann überhaupt irgendwie grafisch Output haben will bei seinem Server. Also man kann auch wieder, wenn man möchte, einen Server ohne irgendwie Grafik betreiben, das geht auch. Und einen besonderen Slot noch den Server haben, den die Computer Cases nicht haben, ist dieser hier, der ist für die Component Buses. Das sind im Endeffekt Pseudo-CPUs. Die sind nur dafür da, dass man mehrere Komponenten noch verbinden kann. Also man hat ja dieses Limit, wie viele Komponenten man pro PC betreiben kann. Und das erhöht bloß dieses Limit. Also bei den CPUs ist es ja so, dass da steht, wie viel sie per Default unterstützen. Das ist bei Tier 3 sind 16, genau. Und mit diesen Buses ist es halt auch so, dass die auch wieder 8, 12 und 16 jeweils hinzufügen. Sprich, maximal kann man mit einem Server bis zu 64 Komponenten betreiben. Was deutlich mehr ist als mit dem Computergehäuse natürlich. Sprich, wenn man das benötigt, dann macht ein Server auch Sinn. Genau, wenn man jetzt halt irgendwie sich so seinen Server zusammengebaut hat mit seinen diversen Komponenten, packt man auch ganz kurz eine bessere CPU rein, dann kann man hergehen und diesen Server in sein Server Rack reintun. Und da sieht man jetzt halt bei diesen Slots, da steht rechts noch eine Richtung daneben, also Top Left, Bottom Right. Das heißt im Endeffekt, zu welcher Seite des Servergehäuses dieser Server nach außen verbunden ist. Also man kann auch sagen None, also dass er gar nicht nach außen verbunden ist, das geht auch. Normalerweise will man schon, dass es in irgendeiner Richtung verbunden ist. Und wenn wir den jetzt mal nach oben verbinden, dann brauchen wir wahrscheinlich da jetzt noch ein Kabel. Packen wir hin. Dann ist er jetzt halt mit diesem Monitor verbunden und jetzt hat durch das Kabel auch mit dem Floppy-Laufwerk. Sprich, wenn wir den jetzt mal anknipsen, sollte er von der Floppy booten, genau. Wenn ich jetzt halt das ganze Ding nochmal ausmache und sage, er soll mal auf keine Seite zugreifen und ich dann versuche zu starten, dann sieht man, flickert er ganz kurz auf an, geht wieder aus, und wenn ich dann mit dem Analyzer hingehe, dann sagt er mir kein bootbares Medium. Was daran liegt, dass er halt gerade nicht mit dieser Floppy verbunden ist, auf der OpenOS drauf ist. Das Ganze kann man jetzt noch demonstrieren. Also wenn ich jetzt halt hergehe und jetzt halt auf die Platte, die ich da gerade rein installiert habe. Ach Gott, welche war das jetzt? Habe ich da 4 Platten rein? Egal, nehmen wir eine. Das ganz kurz installieren, dann kann man auch natürlich ohne die Verbindung nach außen booten. Und das macht zum Beispiel Sinn, wenn man jetzt halt irgendwie einen Server hat, der rein für Wireless Networking oder sowas da ist, also quasi als Netzwerk-Bouncer oder wie auch immer dient, dann kann man das zum Beispiel disablen. Die Richtung ist wie bei zum Beispiel, wenn man jetzt also Sachen hatte wie Redstone-Output, wiederum aus Sicht vom Servergehäuse. Sprich, wenn man jetzt hat, also was wir jetzt halt hier hatten, Top ist natürlich klar, das ist oben. Aber wenn ich jetzt so davor stehe, auf den Server schaue, dann ist jetzt zum Beispiel das Floppy-Gehäuse, was jetzt halt aus meiner Sicht links ist, vom Server aus gesehen auf seiner rechten Seite. Also wenn ich, wenn ich jetzt nochmal kurz hergehe und ihn ausschalte und, komm, packen ihn in den Slot, der nach rechts verbunden ist,
und dann starte, dann sollte er trotzdem auf den Bildschirm zugreifen können, genau, weil er jetzt halt mit dem Floppy-Laufwerk verbunden ist und darüber indirekt auch wieder mit dem Bildschirm. Genau, so, das sind die Grundlagen zu den Servern. Dann gibt es noch ein spezielles Feature bei Servern, das auch unique ist, was Computer nicht haben. Und das sind die Remote Terminals hier, also da. Das sind im Endeffekt, das ist ein Tool, um auf die Server zuzugreifen, ohne irgendwie einen Monitor direkt dran zu haben. Also wenn ich jetzt nur ausschalte und sage, okay, brauchen wir jetzt erstmal keine Verbindung. Und jetzt halt mit dem Remote Terminal auf diesen Server im Server-Rack Shift-Rechtsklicke. Dann ist dieses Terminal jetzt gebunden an diesen Server. Wenn ich jetzt es aufmache mit Rechtsklick, dann sehe ich noch nichts, weil er natürlich aus ist. Aber wenn ich ihn jetzt mal anschalte, sollte er eigentlich von seiner internen Festplatte booten. Warum macht er das jetzt nicht? Ich dachte, ich hatte jetzt auf irgendeine Extern installiert. Bist du deppert? Ich liebe sowas. Nicht Platten drin? Hard Drives doch. Komm noch mal her. Lass doch noch mal anschauen. Hard Drive. Ist jetzt nirgends, warum ist jetzt halt nirgends OpenWAS drauf? I had a confuse. Schauen wir mal. Das ist. Wait, warum hast du keine Adresse? I am very confused. Geh an. Let's try this again. Warum kann nichts mal auf Anhieb funktionieren? Ja, weil es Computer sind, ich weiß. Das auch. Wie das jetzt schon wieder von der? Na, doch, jetzt habe ich. Aber die Computer laufen wenigstens ohne Windows, also eine Fehlerquelle weniger. Ja. Mehrere OpenOS ist so, wenn ich jetzt die nochmal abknipse. Ah, besser. Gut. So, jetzt muss ich natürlich neu verbinden, weil ich ihn rausgenommen hatte. So, und wenn man jetzt aufmacht, dann sieht man jetzt halt ein Terminal, sprich wie wenn man vor dem Bildschirm sitzen würde und ist jetzt halt mit dem Server verbunden. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mich mal so hindrehe, dass ich den Plattenzugriff, das Licht sehe, und dann irgendeinen Befehl eingebe, dann sieht man auch, dass das kurz aufleuchtet. Also das ist der Server. Und das Nette ist, da kann man je nach Server-Tier, also wenn ich mal in den Tooltip schaue, steht das da, Anzahl der unterstützten Terminals, kann man da verschieden viele daran binden. Also die billigsten unterstützen 2 und die besten, glaube ich, keine Ahnung, wie viel waren es? 5, 6? Ich bin gerade den hier, wo ist er denn da? 8 sogar, genau. Das heißt, da können da mehrere Leute gleichzeitig drauf zugreifen. Sie sehen allerdings alle das Gleiche. Also es ist nicht so, dass jeder seinen eigenen quasi privaten Screen hat, sondern wenn jetzt halt, genau, Jojo mal tippt, dann sehe ich das auch. Ja. Yeah. Du schreibst mit großem A, sehr schön. Genau. Aber es ist trotzdem ganz praktisch, um eben von Remote auf die Server zuzugreifen, weil, was man dann hier sieht, dieses Range-Field in der GUI, da wo jetzt 16 drin steht, das ist die Reichweite in Blöcken, aus der man auf den Server, auf die Server in dem Server-Rack zugreifen kann mit Remote-Terminals. Also wenn man jetzt halt zum Beispiel das hier mal runterschraubt auf, keine Ahnung, kann ich nämlich irgendwie, ja genau, so, man muss jetzt halt ganz nah dran sein. Dann sagt er mir jetzt halt hier, ich habe kein Signal. Aber wenn ich jetzt noch näher dran laufe, irgendwie nah genug, dann geht es wieder. Das hat den Sinn und Zweck, also dass man das konfigurieren kann. Je höher das ist, desto mehr Strom frisst der Server, also der Server-Rack pro Tick. Das Ganze geht linear hoch, also ich weiß es nicht mehr genau die Werte, aber im Endeffekt, wenn man es halt. Maximum ist, glaube ich, 400 oder sowas. Da frisst er dann doch ganz gut Strom pro Tick. Also da muss man dann auch entsprechendes Power Supply dahinter haben, damit man das unterstützen kann. Sprich, es macht in der Regel Sinn, wenn man nicht unendlich viel Strom hat, es auf irgendeinen Wert zu setzen, der halt gerade so das ist, was man braucht. Das Letzte ist dann hier nochmal so dieses Feld oben mit External Internal Networking. Da kommen wir nachher nochmal dazu, wenn wir über Netzwerksysteme oder Netzwerke allgemein in Open Computer sprechen. Das lassen wir jetzt erstmal. Aber genau, das sind so die Grundpunkte für Server und wie man sie baut. Habe ich irgendwas vergessen? Denke nicht. Gut, wunderbar. Genau, also sonst mit Anschlüsse und sonst was, alle Komponenten funktionieren hier genauso. Genau. Keine irgendwelchen Besonderheiten, außer dem, was wir jetzt gerade eben erwähnt hatten. Genau, man muss halt bloß schauen, dass halt die Seitenkonfiguration richtig ist.
Ja gut, was wir noch ganz kurz erwähnen können, wegen Komponenten komme ich jetzt drauf, diese Remote-Terminals im Endeffekt, wie die sich repräsentieren ist, wenn ich jetzt halt hier zum Beispiel auf Komponenten gehe und mir Liste anzeigen lasse, dann sehe ich, dass hier jetzt halt ein Keyboard und ein Screen verfügbar ist. Das sind im Endeffekt virtuelle, in Anführungszeichen, Komponenten, die eben von diesem Remote-Terminal gestellt werden. Also das ist quasi das, wie der Server dann gesteuert wird durch das Remote-Terminal. Sprich, wenn man jetzt halt ein Remote-Terminal gebunden hat an einen Server und auch gleichzeitig noch einen Screen, einen echten Bildschirm irgendwo dran hängen hat und ein Keyboard, dann hat man im Endeffekt das gleiche Problem, wie wenn man zwei normale Bildschirme an einem Computer dran hat. Und da muss man dann halt schauen, dass es an den richtigen gebunden wird, indem man entweder ein Startup-Skript hat oder irgendwas in der Richtung, weil sonst ist es halt wieder im Endeffekt random, welches er davon nimmt. Was passiert, wenn man jetzt zwei Server sozusagen in ein Netzwerk packt, also in eine Verbindung? Das ist das Gleiche, wie wenn du zwei Computer in einem Netzwerk hast, genau. Also, ich meine, jetzt haben wir hier bloß einen drin, also ich könnte jetzt hier noch zwei weitere reinpacken oder sowas, dann sieht man auch, also da sind jetzt mehrere Server drin und so hat man halt im Endeffekt dann bis zu vier Computer oder Server in einem Blockspace. Und genau, also wenn ich jetzt halt hier sagen würde, ich habe jetzt halt hier meinen nach Top und den anderen würde ich jetzt noch nach Right setzen, dann werden die ja direkt verbunden. Und dann hat man genau das, wenn man jetzt halt eben zwei normale Computer hat und die direkt mit dem Kabel verbindet, hat man auch wieder so diesen Effekt, dass die sich alle Komponenten teilen, die sie sehen können. Sprich, es geht, aber es ist halt gegebenenfalls ein bisschen Gefrickel und Startup-Skript-Logik notwendig, damit die nicht sich in die Quere kommen, wenn sie auf ihre Komponenten zugreifen. Gut. Genau. Dann kommen wir zum nächsten Teil. Noch kurz. Nämlich dem Assembler. Also wenn man mal ganz kurz nochmal in die Liste bei NI schaut, da gibt es ja noch so ein paar Sachen, die kein wirkliches Rezept haben. Nämlich zum Beispiel die Roboter. Also es ist ein Rezept da, aber da kommen wir auch noch dazu. Roboter, Mikrocontroller und die Drohnen. Die haben zwar alle dieses Recrafting-Rezept. Also man kann die Dinger mit einem EEP-Raum zusammen craften, dann kommt wieder das gleiche raus, bloß mit dem anderen EEP-Raum drin. Dazu noch nachher mehr. Aber prinzipiell sieht man jetzt hier kein Rezept. Das liegt daran, dass dieser Assembler hier auch keine NI-Integration hat. Das sieht man da leider nicht. Aber der ist dafür da, um die zu bauen. Und zwar läuft das folgendermaßen ab, dass man, Sekunde, mal kurz aufräumen hier, dass wenn man hier diese, entweder ein Computergehäuse nimmt oder ein Drohnengehäuse oder ein Mikrocontrollergehäuse, die es auch wieder in mehreren Tiers jeweils gibt, die kann man dann in den Assembler reinpacken. Und jetzt zum Beispiel ein Gehäuse würde in einem Roboter resultieren, ein Drohnengehäuse natürlich in einer Drohne und ein Mikrocontroller in einem Mikrocontroller. Und wie man sieht, ist die GUI dann wiederum recht ähnlich, wenn man jetzt halt einen PC anschaut. Also man hat hier rechts seine normalen Komponenten, also CPU, RAM, Grafikkarten, Festplatten, BIOS und so weiter. Was man links noch zusätzlich hat, sind Upgrades. Das sind besondere Items, die dazu dienen, eben diese Devices spezielle Fähigkeiten noch zu geben. Zum Beispiel gibt es dann Tank-Upgrades, die erlauben Robotern zum Beispiel Flüssigkeiten zu transportieren und Drohnen auch und so weiter und so fort. Also da gibt es alles Mögliche. Da kann man dann vielleicht nachher mal kurz durchschauen, aber nur ganz kurz erstmal. Und im Endeffekt baut man dann so, also man sieht hier unten schon, man soll mal eine CPU einlegen. Sprich, das machen wir jetzt mal ganz kurz. Schnuppen uns mal was. Und dann so ein bisschen RAM noch. Und dann sieht man, hier steht Komplexität 4 aus 24. Das ist im Endeffekt was begrenzt, wie viel man in ein so ein Gerät reinpacken kann. Die Komplexität an sich ist limitiert durch das Tier vom Gehäuse, das man reinpackt. Also wenn ich jetzt ein Tier 1 Gehäuse nehme, dann ist die deutlich niedriger. Wenn ich ein 3 nehmen würde, wäre es höher. Und genau. Und die eigentliche Komplexität berechnet sich durch die Komponenten, die drin sind. Und zwar recht einfach durch das Tier der Komponente. Also Tier 1 Komponenten fressen eine Komplexität, Tier 2 2 Komplexität und Tier 3 3. Mit dem Sonderfall von dieser unteren Reihe hier. Das sind Container-Upgrades im Endeffekt. Die Dinger erlauben es, 3 Slots in Robotern
zu verwenden, um dynamisch Sachen auszutauschen. Und die gibt es halt dann auch wieder in zwei Varianten, beziehungsweise mehreren. Aber es gibt dann die Card-Container und die Upgrade-Container. Und wie der Name schon sagt, in Card-Container kann man dann zur Laufzeit Karten reinpacken, wieder raustun. Und in Upgrade-Container Upgrades. Und das Tier wiederum legt fest, bis zu welchem Tier, Karte bzw. Upgrade man Sachen da reinlegen kann. Und der Sonderfall bei der Berechnung ist es eben, dass die doppelt zählen. Also wenn ich jetzt hier mal zum Beispiel mir einen Card-Container Tier 1 schnapp und den da reinlege, dann geht jetzt die Komplexität hoch auf 6 statt auf 5. Also die Kartencontainer brauchen doppelt so viel Komplexität, wie ihr Tier ist. Wie man bieten dafür natürlich den Vorteil, dass man es nicht schon beim Zusammenbauen sich überlegen muss, was alles rein muss. Dementsprechend genau. Ist der höhere Preis auch gerechtfertigt. Das also. Ist der Gedanke, genau, dass man halt ein bisschen mehr Flexibilität später noch hat, weil der Punkt ist halt, man kann die Dinger zwar nachher schon zerlegen, aber da ist wiederum hoher Energieaufwand mit drin und eine Chance, dass Items kaputt gehen. Sprich, normalerweise sollte man sich schon gut überlegen, was man jetzt in seine Roboter reinbaut. Und die Container erlauben dann eben noch eine große Flexibilität nachher noch mit den Dingern. Und was man jetzt auch sieht, wenn man jetzt halt jemand drüber geht, dann wird ja in NEI gehighlightet, was man so reinpacken kann. Und da ist eben auch das Disk Drive gehighlightet. Sprich, das kann ich auch einlegen. Und was das macht, ist, dass man halt dann nicht eine Grafikkarte oder eine Upgrade irgendwie reinpacken kann, sondern halt eine Floppy Disk. Sprich, wenn man irgendwie später noch Daten drauf oder runter schieben will auf seinen Roboter, dann macht es Sinn, einen Disk Drive reinzupacken. Alternative ist natürlich irgendwie, es über Wireless-Netzwerk oder sonst irgendwas zu übertragen. Aber das ist so die, sagen wir mal, benutzerfreundlichere Variante. Genau, und jetzt können wir einfach mal ganz kurz einen Roboter fertig bauen hier. Eine Grafikkarte rein und noch ein BIOS rein. Und wenn wir da mal drüber gehen über diesen Button hier zum Assemble, dann sagt er uns jetzt halt, oh, da sind noch so ein paar Komponenten, die ich dir raten würde reinzubauen. Und dazu zählen auch Screen und Keyboard. Die Sache ist, die per Default haben die Roboter in der GUI nichts zum irgendwie Text eintippen oder sowas. Also wenn man tatsächlich interagieren will mit den Robotern, also Befehle eingeben und sonstiges, dann muss man selber noch einen Bildschirm und ein Keyboard einbauen. Das muss ein Tier-1-Bildschirm sein, also sieht man auch wieder im Highlight. Tier-2 und 3 gehen nicht. Sprich, dementsprechend ist auch die Auflösung ein bisschen geringer. Oder beziehungsweise die geringste. Was man auch sieht bei den Upgrades, ist wiederum, versteckt sich ganz gut das Keyboard und der Geonizer, die zählen auch als Upgrades. Also die kann man da auch mit reinpacken. Also allgemein, wenn man rausfinden will, was wo reingeht, immer so ein bisschen das Auge auf die NEI-Liste behalten. Und da schauen, was da gehighlightet wird. Beziehungsweise andersrum drüber gehen und schauen, ob die Slots im Roboter gehighlightet werden. Genau, und dann meint er noch ein Inventar-Upgrade. Wiederum das Gleiche, also per Default haben Roboter keinen Inventarplatz intern, also für Items, außer eben den Container-Slots und den Tool-Slot. Den sehen wir dann auch gleich. Sprich, wenn wir jetzt irgendwie zwei Inventar-Upgrades reinpacken, dann haben wir da auch ein bisschen Platz. Ein Inventar-Upgrade bietet 16 Inventar-Slots und man kann maximal 64 haben. Also mehr als 4 Inventar-Upgrades reinpacken macht keinen Sinn. Kann man, wenn man will, macht aber keinen Sinn. Genau, und dann meint er noch irgendwas Bootbares, wie eine Festplatte zum Beispiel. Da ist es noch nichts drauf, das macht nichts. Dann nehmen wir jetzt einfach mal irgendeine leere Festplatte. Wir haben nämlich ein Floppy-Laufwerk. Dann können wir nachher noch irgendwie unser Betriebssystem drauf installieren. Alternativ kann man natürlich einfach eine Festplatte nehmen, wo schon ein Betriebssystem drauf ist. Und dann ist das auch alles wunderbar. Also die Daten werden natürlich beibehalten von den Festplatten, die man einbaut. Gut, und wenn wir noch ein bisschen Platz haben, nehmen wir hier nochmal irgendwie so ein paar Upgrades rein. So, oh. Jetzt sind wir gerade natürlich perfekt drauf. Jetzt muss man das Ganze noch kurz zu demonstrieren. Wenn ich jetzt hier noch eins reinpacke, dann wird die Zahl rot. Dann sind wir über unserem Limit und der Button zum Starten ist disabled. Sprich, es muss bis zu dieser Komplexität haben. Sonst kann man die Dinger nicht zusammenbauen. So, wenn ich jetzt da draufklicke auf den Startbutton, dann ist das Ding sofort fertig. Das liegt daran, dass ich gerade im Creative Mode bin. Normalerweise frisst das ganz gut Energie und braucht seine Zeit, bis es fertig wird. Da steht dann in dieser Fortschrittsleiste drin, wie viel Zeit es noch braucht. Angenommen, es kriegt so viel Strom, wie es Brutik fressen kann, sonst dauert es ein bisschen länger. Das nimmt die Zeitanzeige nicht mit in Rücksicht. Aber trotzdem, so als grobe Richtlinie ist ganz interessant. Genau, so, dann klicke ich jetzt mal drauf und dann
habe ich jetzt hier oben meinen Roboter. Da sieht man auch Stored Energy, also per Default sind sie dann schon vorgeladen, da ist dann schon mal so ein bisschen Energie drin. Und wenn ich den jetzt mal irgendwo hinsetze, ploink, startet er natürlich nicht, weil ich gerade kein Betriebssystem drauf habe. Sprich, ich packe jetzt hier mal meinen OpenOS rein und dann machen wir das Ganze nochmal. Und dann sieht man, fängt er an zu leuchten hier am Rand und hovert so fröhlich vor sich hin. Hinten sieht man die beiden Inventory-Upgrades. Und wir haben hier eine Konsole mit Input. Das ist im Endeffekt das gleiche, wie man auf den Rechnern hat. Also man hat die gleichen Befehle, man hat sein OpenOS jetzt, halt, darf er eben die Floppy haben und kann da ganz normal arbeiten. Und was... Ah! Entschuldigung. genau, und was man jetzt halt hier noch besonders hat, ist, was man auf Rechnern nicht hat, ist diese Robot-API. Und die hat eben alle möglichen Funktionen, die der Roboter per Default ausführen kann. Also da macht es dann Sinn, das sich mal auf der Wiki anzuschauen, was es da so gibt. Und da zählen dann eben so Sachen zu, wie mit den Tanks, die installiert sind, Flüssigkeiten zu vergleichen, Items in der Welt zu vergleichen, das Tool zu verwenden, das eingebaut ist. Also das hier ist der Toolslot, dieser Wrench. Da kann man dann zum Beispiel, wenn ich mal irgendwo eine hätte, schau mal, nur eine Pickaxe. Kann ich ihm jetzt eine Pickaxe geben und dann hat er hier seine Pickaxe an der Seite. Und wenn ich jetzt dann mal, genau, wenn da vorne ein Block ist und ich ihm dann sage, er soll das doch bitte mal seine Pickaxe schwingen, dann baut er diesen Block ab. Und dann kann ich ihn auch wieder hinplatzieren. Die Sacke soll dann bitte platzieren. Dann soll er da. Und genau, was kann er noch? Er kann noch, wenn es zum Beispiel ein Schalter vor ihm ist, kann man ihm auch sagen, er soll den Block vor sich mal, ups, nicht das, use, benutzen. Dann legt er den Schalter um. Und das Ganze gibt es auch noch in Variationen, dann halt hoch, runter. Also Swing Up ist noch eine Möglichkeit und Swing Down und also weiter. Hast du einen Block? Ja, Moment. Up, oder? Up, ja. Genau. Genau, also das geht dann alles. Und was natürlich auch noch wichtig ist, ist Bewegung. Und das sind einfach dann Up, Down, Forward und Back. Also da kann man den Roboter an sich bewegen lassen, in der Gegend rumfahren. Das gibt als Rückgabewert Erfolgswert oder eben nicht. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel nach vorne stelle und ihm sage, er soll doch mal einen Schritt nach vorne tun, dann sagt er mir, ach, das ist gleich wieder vergessen, sagt er mir, nope, geht nicht, da ist gerade eine Entity im Weg. Alternativ, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Block hinsetze, ich drücke immer E, wenn ich aus der GUI raus will, sagt er mir, nope, da ist irgendwas Solides im Weg. Genau. Und wenn nichts da ist, dann natürlich einfach, okay, passt, geht einen Schritt vor. Letzten sind noch, genau, sich drehen, also gibt es dann Turn Right und Turn Left, um die Richtung zu ändern, in die er schaut. Und das ist das, was man zur Bewegung braucht im Endeffekt. Genau, also Tools, Bewegung, Tools ist, also kann nicht nur Pickaxes, er kann auch Hose, er kann eigentlich alles Mögliche verwenden, also was es so gibt. Das Wenigste, was er nicht verwenden kann. Verhält sich recht ähnlich im Endeffekt in allen Bezügen wie ein Spieler, wenn er Sachen benutzt. Also kann auch Eier werfen und Bogen schießen und genau. Jo. Eierwerfende Roboter. Ja, eierwerfende Roboter. Das klingt super. Ne? Super Grenzverteidigung. So kannst du dann irgendwann deine Eierfarm mal verbessern mit automatisierten Eierwerfern. Genau, das sind die Roboter. Ich würde sagen, das ist jetzt erstmal eine ganz gute Länge. Ja. Und dann machen wir im nächsten Abschnitt, schauen wir uns dann die etwas komplizierteren Dinge an, nämlich die Drohnen und die Mikrocontroller. Ich denke mal, die Beschreibung für jede Komponente ist im Wiki. Ich denke auch für die im Großen und Ganzen. Und sonst kann man, wie gesagt, ich glaube, das hatten wir schon erwähnt, ist meistens A, ist es im Tooltip schon beschrieben, was es macht. Und B, wenn man in der Usage vom NEI schaut, steht da auch drin, was es für eine API hat und zur Verfügung stellt. Genau. Gut, dann wissen wir jetzt, wie wir Server bedienen, wie wir den Assembler bedienen und grobe Einführung in die Roboterlehre. Ja. Und genau, dann sehen wir uns wahrscheinlich beim nächsten Video wieder. Also hoffe ich. Hoffentlich. Hoffentlich. Unser Roboter wird sich drüber freuen. Ja, unser Icarus. Genau. Unser Icarus, genau.
Genau. Mit seinen zwei Kisten. Ja. Ja, noch ganz kurz eine Schlussbemerkung zu Robotern, bevor ich das ganz vergesse wegen Namen. Ich hatte es ja vorher schon erwähnt, hier in NI, da gibt es ja auch die Dinger. Also zum Beispiel gibt es einen Roboter, den man sich reinschieben kann. Der Kreativroboter, der hat schon mal eine ganze Menge Upgrades installiert. Sprich, wenn man ganz kurz bloß irgendwas ausprobieren kann, kann man sich den einfach mal hergeben und irgendwo hin platzieren. Der hat unendlich viel Strom und macht alles, was man so braucht. Und sieht noch lustiger aus. Und hat noch mehr Zeug drauf, ja, richtig. Genau. Das noch ganz kurz zu Robotern. Kreatix. Yep. Gut. Dann verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Tutorial. Servus. Tschüss. Servus.